Yo, Peace Leute und willkommen zum 25. Part von Dragon Age Inquisition. Warum ich auch immer in den letzten Parts habe ich irgendwie komplett die falschen Partnummern gesagt. Irgendwie, da war irgendwie 26 und 27 oder so, wo es 23, 24 war. Ist ja auch nicht so schlimm, meine Freunde. Geh du mal weg, du kleine Schlawinerin. Ich weiß, dass es nichts zu berichten gibt, denn ich bin einfach krass. Wir werden jetzt die Quest hier abschließen. Flache Atmung ist dadurch, schätze ich, einfach mal bekommen. Also eine Bulle wirst du bitte. Ich glaube, wir sollten hier nicht runterspringen. Wäre natürlich erstmal mein Style, ne? Erstmal 100 Jump, ich bin einfach krasser Typ. Sorry, not sorry. Dann kriegen wir wahrscheinlich einen Machtpunkt, hoffe ich doch einfach mal. Und dann können wir eine der Hauptquests angehen, denn für eine brauchen wir 8 Macht. Für die eine mit den Wächtern. Und das wäre natürlich wund. Ich hoffe, ich laufe jetzt halbwegs richtig und laufe jetzt nicht komplett scheiße. Vielleicht, wahrscheinlich laufe ich komplett scheiße. Aber ja, man läuft ja halt auch mal gern komplett scheiße, ne? Kann man sich ja mal gönnen. So, hier laufe ich mal ein bisschen so durch, weil jetzt ein bisschen Eisen und so. Eisen habe ich zwar eigentlich genug, aber man kann nie mehr als genug haben, genau. Oder so geht das Sprichwort irgendwie, oder? Ach, keine Ahnung, Alter. Frag mich doch nicht so eine Scheiße, Mann. So, ey, wir sind mit dir an das Tra. Was? Mit dem Schutz der Inquisition. Achso, okay. Ich dachte gerade, da könnte ich jetzt irgendwas machen oder so. Mit den Astrarien habe ich auch jetzt mitbekommen, dass man dadurch, wenn man alle drei in einem Gebiet macht, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob es immer nur drei gibt, aber in den Hinterlanden oder auch auf der Sturmküste gibt es nur drei. Danke dir, lieben Buraki. Ja, Grüße gehen raus an dich, ne? Ja, hast du in seinem Video gesagt, dann habe ich es natürlich gleich mitbekommen und gedacht, aha, das macht man da, also muss ich mit denen talken. Ja, kann ich, wie komme ich nochmal auf das Menü zu? Ja, ich möchte mit dir reden. Ah, jetzt. Hier. Ja, wir bekommen irgendeine Waffe. Irgendeine krasse. Und genau, segne mich. Das heißt, wir werden die Astralen sicherlich auch mal angehen. Irgendwann, denn das erste Astral war ein kleiner Reinfall, nur hat ja nur 20 Minuten nur so gedauert, meine Freunde. Gönnt man sich. Cool. Neue Einsätze verfügbar. Okay. Habe ich schon gelesen? Ne, kriegen wir noch ein bisschen EP. Haben wir jetzt keinen Machtpunkt dadurch bekommen, schade. Das ist natürlich blöd. Da oben gibt es noch eine Quest, die wir annehmen könnten. Ah, Elfenwurzel nehmen wir noch mit hier. Gönnen wir uns. Komm, hoch damit. Da drin. Oder? Ist der da drin? Hallo? Hallo. Es ist schön, euch wiederzusehen. Okay, hä? Achso, ich glaube, es war eine andere, wo auch die Kräuter schon mal zu Neige ging. Für mich ist es zu gefährlich, mich in den Hügeln auf die Suche danach zu machen. Aber ich habe hier eine Liste. Die habe ich bestimmt schon, oder? Auf bald. Was brauchst du denn, die Gute? Was brauchst du denn, die Gute? Achso, Liste lesen muss ich jetzt erst. Ja, ne? Habe ich mir schon gegönnt. Gönn dir. Das war. Ich weiß natürlich, ich bin jetzt rumgereist für sie. Hier. Ich habe einige der Kräuter gefunden, nach denen ihr gesucht habt. Genau die richtigen. Ja klar. Hier habe ich mal die Kräuter. Geht euer Vorrat an Heilkräutern zur Neige? Ja. Ich hätte doch gerade welche gegeben. Für mich ist es zu gefährlich, mich in den Hügeln auf die Suche danach zu machen. Jetzt gehen die da schon wieder aus. Der Kräuter, die ich benötige. Auf bald. Ich glaub's ja nicht. Dank für eure Hilfe. Kann ich jetzt die Liste nochmal lesen? Ja, tatsächlich. Jetzt brauchst du ja was anderes. Hier, habe ich auch. Da. Ich habe einige der Kräuter gefunden, nach denen. Jetzt, wenn sie jetzt nochmal welche will, dann ist sie richtig eine gierige, Alter. Die will die nämlich gar nicht für die letzten, sondern die will die für sich, die Nacht macht sich da irgendwelche Drogen zusammen. So, aber ich dann nochmal hier. Ja, das kann ich ja nicht mehr lesen. Aber wir haben einen Einflusspunkt, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Auf jeden Fall haben wir uns da einen gegönnt. Ja, wir haben immer noch 7 Macht, heißt, wir müssen noch irgendwas machen. Nein, nicht Himmelfeste, sondern Hinterlande. Was gibt's denn hier noch? Wir könnten noch einen Riss theoretisch schließen. Wo ist denn der? In etwa. Beziehungsweise ist der nah. Ja, da komme ich recht, oder? Ja, das ist ein Berg, ne? Keine Ahnung, wo ich da rüberkomme. Ich hoffe einfach mal, dass ich rüberkomme. Weil durch den Riss bekommen wir auf jeden Fall einen Macht und dann können wir die eine Hauptquest mit den Wächtern da machen. Weil das würde mich auch interessieren, wo die Boys verschwunden sind. Ich meine, die Wächter sind ja meine Homies, mit denen habe ich damals 1273 auch öfters mal ein bisschen in der Taverne mich besoffen und so ein bisschen Spaß gehabt. Ich möchte ja eigentlich, dass die wieder auftauchen, ne? Weil die armen Wächter, hallo? Haben sich einfach verpisst, Alter. Ich könnte ja auch mal ausnahmsweise mein Pferd rufen und mit dem rüberreiten, ne? Wie wär's? Bro? Oh, du bist schnell da gewesen. Gibt's eigentlich irgendwie schnellere Pferde? Also gibt's im Allgemeinen gibt's schnellere Pferde? Gibt's Pferde mit wirklich
Stats, wie spiel... Ah, so sprinte ich mit dem. Okay. Okay, ich muss auch nicht gedrückt halten. Reicht, wenn ich kurz drücke? Okay, sehr gut. Ja, ich können wir das mal öfter machen. Mit dem Pferd ist man schon ein wenig schneller als zu Fuß. Aber irgendwie denke ich mir immer so, nö, lohnt sich nicht. Dafür L1 drücken. Ich meine, L1 drücken ist ja auch schon wirklich eine Arbeit, meine Freunde. Und dann das Pferd rufen, das ist ja schon stressig. Da laufe ich lieber. Sind da... Ah, da ist auf jeden Fall der Riss, den sehe ich ja schon. Dann steige ich ab von dem Ding. Achso. Ich denke mal, da gibt es auch bestimmt eine Taste für. Schön, dass es kein... Der Sound war verzögert, okay. Schön, dass ich die ganze Zeit den Baum treffe. Jetzt treffe ich den Wagen. Jetzt treffe ich die Kiste. Ja, Skill, meine Freunde. Wer hat so einen Skill? Niemand, ich weiß. So, was auch immer ihr für Viecher da seid, verpisst euch. Mir gehört eigentlich nicht zu dem Riss. Was, Alter, was macht er? Oder gehört vielleicht doch zu dem Riss? Das sind auf jeden Fall krasse Boys. Habe ich jetzt gegen die Kiste geschossen? Ja, ich glaube. Ich habe nicht gegen den Gegner geschossen. Das ist immer schön, dass man dann immer noch den Angriff hat. Ja, ich plündere mal kurz die Kiste, ne? Macht ihr mal so, gönn mir den Shit hier. Ich plündere mal den Gegner, ne? Er ist schon tot, mein Freund. Ich muss ja gar nichts machen. Rotes Lyrium, jetzt sehen wir überall Lyrium. Ah. Ja, weil da ist der Risser irgendwo gewesen. Wo war der? Ich habe ihn gerade eben schon gesehen. Ah, da ist er. Moin. So, genau. Spawn mal deine Gegner. Aua. Leave me alone. Guck mal, hier kann man sich schön hinstellen und schön kaputt machen. Zack, Energie entzogen. Jetzt müssen noch die Gegner. Wo sind denn die? Was ist das denn? Da sind die unterwegs. Hier, bam, Junge. Okay. Was machen die denn da? Komm mal da raus. What are you doing there? Okay, der ist tot. Da ist aber noch irgendwas. Oder? Nee. Aber irgendwas, irgendein Gegner ist hier noch. Oder spawnt jetzt schon in die nächste Welle? Nee. Ich entziehe, oh, anscheinend, keine Ahnung, ich entziehe nochmal die Energie. Bam. Ich habe da noch Gegner angezeigt. Da oben. Was machst du denn da oben? Junge, Junge. Bei dir läuft aber. Ist er jetzt tot? Ich glaube, er ist tot. Ja, ich glaube, die nächste... Ja, die nächste Welle spawnt. Alles klar. Kurz unsichtbar machen. Warten, bis alle Gegner von irgendwelchen anderen getriggert sind und dann... Oh nein. Oh Gott, zum Glück hat er den einzelnen Bullen attackiert. Bam. Pfeil vergiften, ein bisschen weglaufen. Oh, der war daneben, weil der Gegner schon tot war. Und da oben ist noch... Hört auf, mir alle Gegner wegzutöten. Hallo. Ich möchte auch nochmal was töten. Jetzt schieße ich natürlich gegen den Stein, weil es sich einfach so gehört. Jetzt sollte ich mir endlich mal was treffen. Okay, da hinten ist noch was. Ja, ich, ach, heute schieße ich nur gegen Steine, meine Freunde. Das erfordert auch... Aua, oh, ich hasse die Viecher. Nein, lass mich. Leave me alone, please. I don't like what you are doing. Ist das Vieh schon tot? Jo, jetzt ist es tot. Und jetzt kann ich den Riss schließen. Wunderbar. Also irgendwie, der Riss hier ist komisch. Die Gegner sind komisch gespawnt. Die sind irgendwie da oben, da links. Bam. Level up, ja! Geil! So, dann her damit. So, jetzt dürften wir 8 Macht haben. Oder? Ja, jetzt haben wir 8 Macht, jetzt können wir. Theoretisch können wir zu... Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Die, was stand da noch? Da links stand noch irgendwas. Ich habe es nicht gelesen. Egal. Jetzt können wir zur Himmelsfeste zurück. Und da mal den... Achso, weil ich gerade im Kampfmodus bin. Weil ich mir die scheiß Dreiecktaste aus Versehen drücke. Jetzt! Und ich denke mal, ich muss dann muss ich dann Gebiet freischalten oder so dafür? Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, das überhaupt funktioniert. Ich habe gerade alle drei Freunde noch losgeschickt. Oh, vielleicht ist hoffentlich schon wieder einer da. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn nicht, ne? Wenn wir so einfach hingehen, können wir noch 5 Minuten da warten. Ne? Dann kann ich ja eine meiner tollen Stories wieder auspacken mit den Wächtern, ne? Wie ich damals mit denen ein bisschen Party gemacht habe. Kann man ja auch mal erzählen, ne? Aber nee, lass mal lieber. Lass mal lieber, meine Freunde. Ja. Ja. Okay. Interessant. Ha, alles klar. Okay, der Last Screen dauert länger als sonst. Ah. Welcome back. So, jetzt gehen wir mal an. Wir können ja die Quest auch gleich mal ausrüsten. Das ist die hier wartet der Abgrund. Hier wartet der Abgrund. Das hört sich ja schon abgrundtief böse an. Das heißt, genau mein Style. Genau mein Style. Hier ist es, ne?
Genau, da sitzt sie. Genau, dann dahinter ist der Ratsraum. Beziehungsweise der Gartentisch. Den ich erstmal 15 Jahre lang nicht gefunden habe damals. Ach, das sind Leute, das waren noch Zeiten, ne? Dass ich es damals um 15 Jahre nicht gefunden habe. Das war geil. War richtig geile Zeiten. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Ahnung vom Spiel. Immer noch nicht wirklich eine Ahnung, aber immerhin, ich weiß nicht, wo der Kartentisch ist. So. Ah, ja, genau. Jetzt muss ich mich da wieder entscheiden. Kann ich mir den Punkt nicht einfach... Ah, doch, ich kann mir den Punkt einfach... Ja, gut, dann entscheide ich mich da mal anders. Genau, die Wächter finden. Geheimnis. Kachinga. Die Stadt hat eingewilligt und... Ah, dann kommen wir in ein neues Gebiet tatsächlich. Und das sind keine frisch gebackenen Rekruten. Dann kann ich... Kambald. Ja, gehen wir da mal hin. Kambald hört sich doch cool an. Kambald hört sich doch cool an. Solus und der eiserne Bulle. Ich glaube, das erste Mal, dass wir direkt, nachdem wir ein Gebiet freigestellt haben, dahin reisen, außer natürlich die Hinterlande. Da sind wir natürlich direkt hingereist. Aber ansonsten... Oh, guck mal, sieht schon richtig böse aus hier. Dunkle Brut. Wiederentdeckpunkt. Tempel der heiligen Asche. Und kombiniere Zwillingsfangzähne mit zerfleischende Fänge, um zusätzlichen Schaden durch Flankenangriffe zu verursachen. Ja, ist aber nicht für meine Klasse. Ich gebe noch Tipps für meine Klasse. Ich brauche die Tipps. Gib mir doch bitte Tipps, Spiel. Please give me some Tipps. Im Kambald habe ich schon irgendwas gehört. Ich will vielleicht in irgendeiner Quest oder so in irgendwas. Kambald kommt mir auf jeden Fall. Gab es da nicht? Nee, keine Ahnung. Es ist schön, ja, moin. Und stehen ernsthafte Probleme bevor. Ach, schaffen wir locker easy. Ich bin mir sicher, es ist nichts, womit die Inquisition nicht fertig wird. Vorsicht, Euer Gnaden. Dieser Optimismus könnte ansteckend sein. Ist die Lage wirklich so ernst? Ihr bist auch schon wieder. Mann. Mal aufregen. Stummküste nur am Pissen, hier am Pissen. Oh Gott, was ist da hinten? Oh. Kambald war vor 10 Jahren während der Verderbnis Schauplatz einer Überflutung. Das ist zwar nicht der einzige Riss in der Gegend, aber seit er aufgetaucht ist, kommen beständig Leichen aus dem See. Ihr werdet euch durch sie durchkämpfen müssen, um zu der Höhle zu gelangen, der sich Sir Hawks grauer Wächterfreund versteckt. Wir sehen uns nie einen netten Abend. Ich wünschte, wir könnten uns besser kennenlernen, Harding. Vielleicht, wenn sich mal nicht überall um uns herum die Toten erheben. Eher zerfällt die Welt zu Staub, als dass euch das Böse ausgeht, das ihr bekämpfen müsst. Vielleicht kann euch ja jemand in Kambald erzählen, wie ihr den Riss... Mann, das, ich bin hier voll romantisch und die Antworten immer mit so einer Scheiße. Viel Glück und passt bitte auf euch auf. Okay, das war wenigstens, wenn wir so viel aufpassen, ne? Das ist ja schon mal ein bisschen sweet. Gut. Oh, du hast mir was zu sagen? Das hier könnte euch interessieren, Sir. Lasst hören. Setzt mich ins Bett. Das könnte nützlich sein. Du hast wahrscheinlich wieder irgendwas zum Sammeln, schätze ich jetzt einfach mal. Geschlossene Risse. Okay, das Gebiet scheint nicht groß zu sein. Es gibt nur 2 Lager. Moment, lass mal die Karte öffnen. Ach, guck mal, das ist echt nicht groß. Da drüben ist noch ein Lager. Das ist unsere Quest. Da ist noch stille Wasser. Okay, hier ist noch ein Riss. Jetzt ist echt ein kleines Gebiet. Ja, dann machen wir mal das hier erstmal. Stille Wasser. Hier, wir brauchen Bisentleder, okay. Die Untoten zurückzuschlagen, weil das ist ja das Nächste. Dann können wir den Riss oben machen. Und dann können wir zum Lager gehen, das holen und dann können wir die Quest angehen. Dann haben wir das ganze Gebiet. Schon wieder kam der Sound irgendwie zu spät. Spiel, was ist los mit dir? Gleich stürzt es bestimmt wieder ab. Das heißt, wieder glaubt. Nee, ich glaube, Dragon Age ist tatsächlich noch nie abgestürzt. Dragon Age ist tatsächlich noch nie abgestürzt. Wie gesagt, zu anderen Spielen. Isaac. Was? Nee. Ich bleibe hier keine Spiele bei seiner Absturz. Würde ich nicht tun. 700 Schaden, so wie ich das sehen, Mann! Geh jetzt down, Mann. Du hast jetzt down zu gehen, wenn ich das dir sag. Danke. Oh, plündern, ja, leicht. Warum? Ein verdammtes Herz. Was? Was stand da? Ah, das ist, glaube ich, eine Festung, kann das sein? Could that be, dass das eine Festung ist? Warte mal, halt, ich wollte die Karte aufrufen. Das könnte sein. Das hier nehmen. Geil. Wo müssen wir denn da lang? Müssen wir denn da... Oh, keine Ahnung. Ich laufe mal hier lang, weil ich glaube, das ist eine Festung. Das wäre natürlich cool, wenn wir... Weil das brauchen wir für den einen Skill, damit wir Holzschlagpositionen so eine Scheiße aufdecken müssen. Ich glaube, hier Ding war eine Festung. Ich weiß aber auch gerade nicht mehr. Guck mal, das da hinten sieht aus wie eine Burg.
Und Burgfestung ist sicher recht nah. Hast du das noch was? Ah, noch ein Spindelkraut. Geil, habe ich ja gerade 5 Stück der gierigen Tusse da gegeben. Das heißt, ich muss ja wieder sammeln. Elfenwurzel. Die braucht man immer. Okay, ich hätte einfach die andere Richtung gehen können, aber egal. Wäre, glaube ich, schneller gewesen. Aber wenn da echt eine Burg ist, wenn wir uns die irgendwann mal vornehmen. So, hier ist jetzt die Quest. Oh, guck mal, es gibt übelst viele Regionen. 19 Regionen für so ein kleines Gebiet. So, jetzt soll ich hier helfen, die Untoten zurückschlagen. Das ist natürlich kein Problem, weil ich bin der krasseste Typ hier. Also kommt mal her, Junge. Zack, schon einer down, weil es no problem für mich ist. Bam, 500 Schaden. Wie man sich halt gönnt, ne? Wie man sich halt im Gönnen ist. Oh, das ist gerade gespawnt, oder? Bam, tschüss. Sprich mit dem Bürgermeister. Die haben noch Bürgermeister in so einer abgefuckten City. Hier geht alles kaputt, aber ich hoffe, es auch einen Bürgermeister haben. Das ist das Wichtigste, meine Freunde. Wenn ihr mal ein eigenes Land oder eine Stadt habt, dann habt einfach einen Bürgermeister, habt ihr gewonnen. Ein außergewöhnlicher Turm. Fett? Ach, keine Ahnung. Ich höre viel zu viel ab. Hier ist noch eine andere Quest, die ich noch gerne annehmen würde. Hilfe. Ah, hier. Ach, Mann, ich gehe immer falsch. Ich muss in das Haus rein. Oh, Dragostein. Das ist aber seltener Stuff hier. Ach, wo laufe ich denn jetzt schon wieder hin? Mann, da habe ich die Elfenwurzel gerade einfach eiskalt und gekonnt ignoriert. Einfach weil ich es kann, aber ich komme hier irgendwie rüber oder so, ja. Kammwald ist am Ende. Je ja, man sieht's. Von hier verschwinde, desto besser. Ey, dein armes Silly. Nein, gerade nicht. Ich muss gerade erstmal hier rein und mit Warum Gold reden. Dorf, solange sich die Lage nicht bessert? Beim Erbauer, wenn ihr irgendetwas zustößt. Wer ist Judith? Ja, wahrscheinlich seine Frau, Kind, irgendjemand. Habe ich etwa laut vor mich hingeredet? Ja, ich stand ja auch nur vor dir und du hast mich angeguckt dabei. Kamen, bat ich sie, hier Zuflucht zu suchen. Doch sie wollte davon nichts hören. Und wieso nicht? Warum sollte sie nicht irgendwo? Warum ist dann immer Pentagramm im... Was bedeutet das? Sie meinte, sie brauche Platz für sich. Dabei habe ich Judith gesagt, dass mein Haus groß genug ist. Und wenn sie Platz braucht... Naja, also... Aber sie wollte einen... Groß ist es nicht. Also, eine kleine Nebenquest, wo wir also irgendeine Judith... Ja. Holen könnten. Machen wir vielleicht irgendwann. Das ist ein Fragezeichen, was bedeutet das? Sieht aus wie so ein Voodoo-Haus, Alter. Achso, da kann ich nicht öffnen, ne? Weil ich genau. Sucht euch euren eigenen Unterschlupf. Hey, ganz ruhig. Mach BAM, Junge, macht's dann. Wenn du jetzt noch einmal so böse. Oh, das hat irgendwas eingeschlagen. Was reden wir eigentlich mit dem Bürgermeister? Der war wahrscheinlich schon auf uns. Denkt sich alle, wo bleibt denn der Boy? So, Bürgermeister, hier bin ich. Hm, was? Haus des Bürgermeisters. Schick. Hey, Bro. Der Inquisitor. Ich ja. Bin Deadrake, der Bürgermeister von Kamban. Und ich stehe euch trotz all der Vorkommnisse zu Diensten. Seid ihr hier, um die Untoten aufzuhalten? Wie erreiche ich den Riss? Ein Riss im Nichts ist der Grund, warum sich die Untoten erheben. Wie kann ich ihn erreichen? Ihr meint dieses Leuchten im See? Es kommt aus den Höhlen unter Alt-Kammwald. Das Dorf wurde vor 10 Jahren während der Verderbnis von dunkler Brut. Ja, das habe ich schon gehört. Zerstört. Die Flüchtlinge, die wir aufgenommen hatten, starben. Den See trockenlegen, das glaubst du selber nicht, oder? Wenn wir ihn nutzen, oh, okay, den Damm hab ich nicht gesehen. Andere Möglichkeit. Klar, ich könnte auch rüber schwimmen. Niemand außer dem Inquisitor ist in der Lage, die Risse zu schließen. Sie redet von draußen. Um nutzen zu können, müsstet ihr die Banditen aus der alten Feste vertreiben. Ich kann euch nicht darum bitten, euer Leben. Ich mach das ist doch locker easy, Alter. Lasst mich euch. Nein, mir passiert schon nichts. Glaubt mir, ich habe schon gegen Schlimmeres als Banditen und Untote gekämpft. Ja. Dann bleibt mir wohl keine andere. Der Schlüssel öffnet das Tor zur Dammsteuerung hinter der Feste. Der Riss muss sich in den Höhlen unter Alt-Kammwald befinden. Okay. Aber Inquisitor, ihr solltet euch dort nicht zu lange aufhalten. Ach, scheiß drauf. Tschüss. Natürlich. Der denkt, ich bin eine Pussy, ja, und sagt, halt dich doch nicht zu lang auf. Junge, ich halte mich da so lange auf, wie ich Bock hab. Wo ist denn die Feste? Da, okay. Da wäre noch eine Quest. Die mir jetzt aber scheißegal ist. Ich muss sie wahrscheinlich eh wieder zurück, also von dem kann ich die auch dann annehmen. So, hier.
springen wir einfach mal hinten rum, Alter. Oh, aua. Oder eine Elfenwurst gefunden, Leute. Die hätten wir sonst nie gefunden, hätte ich mir jetzt nicht Schaden zugefügt. Okay, hier gäbe es auch einen Weg dahin. Aber egal, wir hätten sie trotzdem nie gefunden. So, jetzt gehen wir mal zu der Feste. Und statten denen mal einen Besuch ab, ne? Oh, Cassandra, erschreck mich doch nicht so, Alter. Ich bin auf einmal angesteppt, Alter. So, bisschen die Elfenwurzeln. Eiserne Bulle. Du hast zwar ein schön großes Horn auf deinem Kopf, trotzdem solltest du mir nicht im Weg stehen, denn ich kann richtig ausrasten, wenn ich will. Mit meinem krassen Bow, Alter. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Einfach so, so, nee, die Quest nehme ich jetzt nicht mehr an, das ist mir zu stressig. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Das Zeichen da oben hatten wir schon mal. Ist es hier auch schon? Ja. Okay, das ist sozusagen die Quest, für die ich eigentlich hier bin. Oh, Eisen, schick. So, in die Höhle gehe ich zwar nicht rein, aber sie gehört jetzt mir. So. Oh, vielleicht sollen wir da doch rein. Hier gibt es einen krassen Loot. Ja. Okay, das hätte ich jetzt vorlesen können, das war eigentlich echt nicht so lang. Was bist du denn? Tiefenpilz, na lecker. Geil, also wenn ich was gern mitnehme, dann ist es Tiefenpilz, meine Freunde. Gehen wir mal hier durch, würde ich sagen. Ich weiß, unsere eigentliche Quest ist jetzt eigentlich, die Feste zu erreichen, aber wenn sich hier so eine dunkle Höhle auftut, meine Freunde, kann ich nicht Nein sagen. Kann ich einfach nicht. Hey, du bist kein Gegner, was geht? Anscheinend willst du nicht mit mir reden, aber das ist ein Mosaikteil. Habt ihr nicht irgendwo was Besseres zu tun? Nee, ich muss hier das Mosaikteil nehmen. Und Viridium, okay, das ist ein ganz neues Material, das ich noch gar nicht kenne. Obsidian nehme ich auch mit. Handwerkers. Alles finde ich nur für meinen Assassinenweg, den ich eigentlich ja haben möchte. Finde ich nichts. Aber habe ich mich ja schon informiert, da muss man zu bestimmten Positionen gehen. Also, alte Dolche oder sowas? Irgendwie sowas. Und dann muss man sie sich da schnappen. Also eigentlich ist der Assassinenweg, also eigentlich der in Anführungszeichen schwerste, also der halt nervigste, sag ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem würde ich den machen. Einfach weil Assassine, cool, klasse. Klingt krass und so, deshalb habe ich das haben. Mit Elfenwurzeln. Ich glaube nicht, dass wir hier runterspringen sollten. Oder? Wobei, ist gar nicht so tief, ne? Wenn wir das hier smooth machen, hier noch das Eisen mitnehmen. Kann es nichts passieren. Hier runter. Eisen mitnehmen. Und hier runter. Alter, Jungs, keinen Schaden bekommen. Hätte kein anderer geschafft, glaube ich. Ist das hier, müsste die alte Feste sein, oder? Also, sieht mir nach einer alten Festung aus. Robert Kerbronn. Da sind auch die Banditen. Ja, auf die Tür! Steht offen und es gibt keine Patronen mehr. Es ist bekannt, aber BAM! Sie stürmen. Oh, warum lässt die Tür was droppen? Oh, danke, dass du ihn eingefroren hast. Traurige Splitter. Oh, sind die traurig? Oh, die armen Splitter, die können doch nichts dafür. Lass sie mal bitte nicht weiter traurig sein. So, wir gehen ein Stückchen zurück und dann. Ja, jetzt verpisst er sich. Ja, alles klar, Alter. Ja, ich hole mal den da oben weg. Okay, ich hole ihn nicht weg, aber. Der wurde. Alter, habt ihr es gerade gesehen? Wie der mit der Kette darunter gefesselt wurde. Das sah richtig cool aus. Das sah richtig geil aus. Hä, klettert er wieder hoch? Ja, der klettert wieder hoch. Hä, ist wieder runtergefallen. Nee, das. Ach, das ist einer von uns. Ich dachte gerade, warum klettert denn der hoch und wieder runter? So, ein Stückchen zurück um meinen Vierganggriff. Bam! 500 Schaden, meine Freunde. So viel Schaden macht niemand in diesem Spiel, ja? Niemand, auch nicht Level 102.028.000 da machen das nicht. So, dann gehen wir mal ein Stuff her. Samit. Was hat das nicht. Ah, das geplündert? Ich weiß es nicht. Hier kriegst du erstmal das ab. Zum Glück kann mich der Schuss nicht selbst. Ich möchte ja eigentlich weg. Der Schuss mich nicht selber treffen, ne? Das wäre ziemlich scheißig. Und ich glaube, ich habe mich schon 15 Mal selber getötet. Mindestens 15 Mal. Okay, hier sind noch Gegner, oder? Ich sehe da noch einen. Wo ist denn der? Gegner? Hängst du irgendwo in der Wand, Bro? Lass mich dir helfen, wenn du irgendwo festhängst. Ach, ein Hund! Ah, Gott! Warum kam der nicht raus? Der hat einfach drin gechillt. Der kleine Nazi hat einfach gechillt und gibt. Der Alter, der ist ja mal schlau. Aus dem Hinterhalt hat er mich attackiert, der Schlawiner. So, weg ist er, Alter.
Selbst ein Hinterhalt kann mich nicht aufhalten. Wie groß ist denn so eine... Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß so eine Feste ist, ne? Also wie viel Gegner hier auf uns warten. Hier in dem Gebiet scheinen keine mehr zu sein. Da kommen wieder welche. Okay. Ah, hat gesessen. Okay, warum auch immer du den da hingelenkt hast, verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Okay, jetzt bin ich... Ach Mann, ich treffe... Heute ist nicht mein Stil. Heute ist nicht mein Day. Verreck... Ach ja, jetzt hab ich... Ach doch, ich habe einen getroffen. Bam. So. Das macht natürlich jetzt nicht so viel Schaden, weil ich nicht so weit hinten stehe. Aber wenn sind unsere Pfeile schön vergiftet. Dann machen wir ein bisschen extra Damage rein. So, da geht noch ein explosiven Schuss ab hier. Bam, Majera. Der ist auch tot. Da oben ist noch ein Bogenschütze. Der Alter. Ich liebe diese Kettenangriff, ist so cool von denen. Ich feiere den so hart. Das sieht einfach so cool aus. So, der ist auch tot, ja. Bisschen plündern müssen wir natürlich auch trotzdem. Baumwollsamt kann man nämlich immer gebrauchen. Oder ein bisschen Samit. Solas, nein. Watch out, Solas. Please don't die. You're my best friend. Siehst du, Solas stimmt mir immer zu. Cassandra, die Asitus, sagt immer nur, nee, nee, stimme ich. Oh, geh mal weg, Digga. Wenn ich unsichtbar bin, kann man mal kurz plündern. Oh. Ja, das meine ich von wegen, die sind richtig böse, die Schurken. Wenn die also von hinten erwischen mit den Doppeldolchen. That's really evil. Was soll das gerade fast down wegen einem von denen? So, na, Seidenbrokat. Was ist das denn alles? Ah, okay, Ring, das hört sich sinnvoll an. So, wo sind die nächsten? Ha, ha, ha. Wo sind die nächsten Gegner? Hallo? Hm? Hä? Keine Gegner mehr hier? Ah doch, da kommen doch wieder welche. Ich dachte doch gerade, so eine Feste, Alter. Dammzugange, da muss ich hin. Feste muss beansprucht werden. Okay, davor kann ich da nicht hin, alles klar. Wo sind denn die jetzt? Komme ich da irgendwie hoch? Hier vielleicht? Komme ich da vielleicht durch? Nee, da muss die Feste auch erst beansprucht werden. Wie war da oben? Waren ja gerade noch welche. Ach, beanspruchen. Ach so, Moment. Ach so, die meinen das ist, die meinen nicht alle Gegner töten, sondern einfach beanspruchen. Oh. Aber da oben waren ja noch Gegner, ne? Also, ah, hier kommen wir vielleicht da hoch. Zu denen. Hallo? Ist hier irgendjemand? Ich habe hier gerade zwei Leute vorbeilaufen sehen. Die können mich nicht verarschen. Da. Das sind sie. Der. Wie gesagt. Treffen ist heute nicht so mein Ding. Kurz unsichtbar machen, dass wir hier ein bisschen weg können. Pfeile vergiften. Und dann Cap. Ach, ich hab keinen Vierergangriff gemacht. Hä? Das Spiel hat auch, ja, das Spiel ein paar Probleme. Die Sounds sind dabei zu spät. Ja, wo sind meine Angriffe nicht? Wahrscheinlich ist es durch meine Dummheit, aber ich schieb's jetzt einfach mal auf das Spiel, ne? Weil, ja, warum soll ich nicht auf das Spiel schieben? Alter, den weggetreten, Alter, den. Macht ihr das mal. Solas rast mal nicht so aus. Ne? Das reicht auch, wenn du den ein bisschen einfrierst. Du musst ihn nicht komplett ausrasten. Der ist auch tot. Warum schreien denn jetzt an? Jetzt schreien sie auf einmal. Sonst schreien sie immer nur, wenn ich Tiere töte. Bam. Das ist ein großer. Erstmal würde ich aber die Kleinen erstmal weghaben, dass die nicht noch nervigen Damage anrichten können. Dann können wir uns auf den Großen konzentrieren. Ich habe eh keine Ahnung, was ich treffe. Ich schieße einfach nur. Ich glaube, alle sind tot, außer der Große da. Und der hält auch ein bisschen was aus hier. Der hat ein bisschen krasse Rüstung. Guck, wie der ausrastet. Digger. Chillax yourself, man. Mate, chill down, bro. Die Mucke ist geil. La, la, la. Aber sie ist ja sehr leise. Oh, Alter, der hält echt gut aus, der Typ. Ey, macht ihm 28 Schaden mit meinem scheiß Viergangriff. Der macht ein bisschen mehr, ja. Die Explosion ist er und ich hatte auch keine Rüstung. 47, krass! Aber jetzt ist er gleich down, der gute Boy. Ich nehme jetzt doch dann auch der letzte da oben, dürfte dann der Beanspruchungspunkt sein. Das ist nicht so geil gesessen. Jetzt reckt er seine Faust nach oben, beziehungsweise seinen Riesenhammer. Rastet wieder ein bisschen aus. Oh, jetzt komm schon, Bro. Jetzt hat er nicht mehr viel. Jetzt müsste er tot sein, oder?
Die Lebenszeiten sind so unendlich klein. Ah, jetzt. Dass ich das nie gescheit erkenne. Die Feste wirkt solide. Sie könnte der Inquisition nützlich sein. Ja, natürlich könnte sie mir nützlich sein. Baumwolle. Ein Streithammer. Das ist doch was hier für den Boy hier, für den eisernen Bullen. So, jetzt können wir die Feste beanspruchen. Meine Flagge kommt jetzt hier hin. Was habe ich denn für eine coole Flagge? Hoffentlich habe ich eine coole Flagge. Ich habe so eine Scheißflagge. Ja, die ist eigentlich ganz cool. Meine Feste. Jetzt können wir nämlich auch tatsächlich das machen mit den Holzschlagpositionen zu freischalten, weil die braucht man ja andauernd und ich finde die irgendwie nicht gleich können. Wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, irgendwelche Karten einfach aufrufen und die abrennen. Aber, nö, warum? Warum, wenn es einfach geht? Weil einfach ist. Das ist so eine krasse Sequenz, wie hier Leute reinlaufen. Ja, du hast es geschafft! Ich hoffe doch. Ich will so eine krasse Sequenz haben, wo jetzt alle Leute mich bejubeln. Sonst bin ich nämlich echt pissed auf das Spiel. Kann ich ja mal ernsthaft dir so sagen. Dann bin ich nämlich echt pissed. Naja, also ich höre keinen Rufen. Ja, du hast es geschafft! Unser Typ hat sich nur umgeguckt und gedacht, boah, bin ich krass. Eine weitere, es ist die erste. Oh, da haben wir viel Einfluss von bekommen. Der Bürgermeister meinte, man könne durch die Feststeuerung. Hört auf zu reden. Gut, ich würde sagen, das war's mit diesem... Boah, 5 macht? Geil. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Dragon Age Inquisition. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut die Playlist und den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.